Landkreis Waldeck-Frankenberg ist in Hessen Tourismusregion Nummer 1. Hier ist die alte Kreis- und Hansestadt Korbach mit dem Kilian- und Bonhage-Museum, das historische Rathaus. Die Stechbahn mit dem Kneipen- und Szenenviertel in aufwendig renovierten Fachwerkhäusern. Der Roland und im Hintergrund nochmal die Kilianskirche, Stadtwache. Die Stadtbücherei. Besucher unserer schönen Region können sich nun mit sogenannten QR-Code, Quick Response Code und einem Smartphone über unsere Sehenswürdigkeiten im Landkreis Waldeck-Frankenberg informieren. Susanne Fobbe vom Waldecker Land führt hier vor, wie es mit einem Smartphone funktioniert. Man scannt das Signet ein. Dann dauert es ein bisschen, je nach Verbindung. Und schon haben unsere Besucher alle Informationen, die sie hier über unsere Sehenswürdigkeiten benötigen. Beim Pressetermin wurde die Innovation hier vorgestellt. Susanne Fobbe zusammen mit Dr. Marc Möllenhoff vom Stadtmarketing Korbach. Und die Presse war natürlich auch dabei. Aber QR-Codes findet man nicht nur in Korbach. Bad Arolsen zum Beispiel, Residenzschloss. Das historische Rathaus in Battenberg. Das Steinhaus in Frankenberg oder das Rathaus in Frankenberg sind mit diesen Schildern versehen. Und die Firma Denken Cortana hat diese Verlosung ausgeführt. Ganz viele Städte und Gemeinden beteiligt und wir haben dann im April die Information erhalten, dass wir gewonnen haben. So. Das heißt, die Durchführung dieses Projekts war für uns kostenlos und wir hatten die Information, dass wir 30, 40 Sehenswürdigkeiten bestücken können mit Schildern. Da haben wir dann gemerkt, dass das eigentlich zu wichtig ist für den ganzen Landkreis und waren dann, da haben wir vielleicht mal den Portal gesprochen und konnten uns dann auf 50 einigen. Die waren aber super kooperativ, als wir dann 90 hatten. Gut, mussten wir natürlich mit denen reden und wir haben dann auf 70 abgespeckt. Wir haben im Vorfeld alle Städte und Gemeinden angeschrieben und haben per E-Mail die Abstimmung gemacht. Möchtet ihr mitmachen? Die Anbringung der Schilder durch den jeweiligen Bauhof muss sichergestellt sein. Die meisten haben zugesagt und dann haben wir angefangen zu sammeln, zu koordinieren. Das war manchmal nicht einfach, der Landkreis ist groß, das bedarf einer hohen Abstimmung und auch dann, als wir alles hatten, ob es von Sommerferien wieder so geht. Wir haben eigentlich gedacht, wir wären nach 2 Monaten fertig, aber okay, es hat einfach gedauert. Und wir haben dann mit den Städten und Gemeinden zusammengearbeitet, wir haben die Informationen zu uns geleitet, wir haben sie gesammelt, Fotos gescannt, Fotos digitalisiert erhalten und dann entsprechend bearbeitet und diese Informationen zu den Sehenswürdigkeiten an die Firma Denken-Portale weitergeleitet. Die Städte und Gemeinden hatten die Möglichkeit, ihr eigenes CI auf den Schildern anzubringen. Davon haben Willingen, die Edersee-Region, Bildung drauf gemacht. Die anderen haben die Schilder in unserem CD, dieses Orange vom Waldecker Land genommen.
mit eigenem Logo, mit unserem Logo, mit dem Logo von der Firma Denkende Portale. Ein Schilderwerk dort vor Ort hat dann die Schilder gedruckt. Wir haben dann mal eine Endabnahme gemacht, Probe eingescannt, natürlich nicht bei 70 Schildern, sondern nur bei 3. Das haben wir aber dann auch gemacht und dann sind wir vor 2 Wochen verteilt und gebeten, die Schilder noch kurzfristig aufzunehmen. Sodass wir jetzt momentan in Frankenberg sind die Schilder aufgestellt in Bad Arolsen im Rosenthal. Willingen hat angefangen, wo wir bis Ende der Woche alle Schilder hängen haben, Wattenberg und Bad Arolsen. Und vor Ort natürlich und vor Gott. Ja, und dann hoffen wir, dass jetzt noch vor Weihnachten alle Schilder hängen. Die 20x20 Schilder, 20x30. Die meisten haben auch diese Schildergröße zurückgegriffen. Das ist das Blau von Bad Bildungen. Hier haben wir die Mitte mit dem Logo und hier haben wir Gott. Willingen. Und sie haben Aufkleber und ich glaube bei Bildungen haben wir auch noch Aufkleber, weil man muss natürlich auch immer gucken, wenn da schon ein Schild hängt. Das soll ja auch kein Schilderwald werden. Wenn man mit dem Aufkleber arbeiten kann, ist das ja auch nicht. Und dann haben wir irgendwie, aber das wissen die Städte und Gemeinden am besten selbst, wie sie ihre Schilder anbringen. Wir haben immer nur darauf hingewiesen, bitte kein Schilderwald. Ja, das ist wieder kontraproduktiv, aber es muss ja auch sichtbar sein, dass die Bilder nicht. Wir sehen uns in Hessens Ferienregion Nummer 1, dem Landkreis Waldeck-Frankenberg am Edersee.